Jo, hallo und willkommen wieder hier auf meinem Kanal InCap. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute die zweite oder vielleicht auch die erste, je nachdem, wann ihr das Video seht, Reaction von der Gamescom aus, beziehungsweise von der Wohnung bei der Gamescom. Und ja, das ist dann auch die letzte. Also ich werde hier nicht noch mehr aufnehmen, weil ich wollte hier eigentlich so wenig wie möglich noch machen. Wir gucken uns jetzt tatsächlich das Video an, was rausgekommen ist von Mr. Rap. Der hat wieder ein Update gegeben zum Thema Mois und das sieht auf jeden Fall schon wieder äußerst abgefuckt aus. Und zwar Mois, Festnahme, Abschiebung und Front von Farid. Okay, ja gut, Front von Farid, die gab es in letzter Zeit öfter. Manuel Essen gegen Bushido wegen CCN. Okay, ja gut, das ist so ein Randthema. Können wir uns angucken. Aber ich bin gespannt, was es damit auf sich hat, weil Festnahme, Abschiebung und Front wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich habe das auch bei WBS Legal, der hat auch ein Video dazu gemacht. Mit Antiterror-Einheit verletzt Mois schwer, droht Abschiebung. Alter, keine Ahnung, was da jetzt alles abgeht, aber ich denke, wir werden es hier in Kurzform rausbekommen, was ich wichtig und richtig finde. Und Kamera von der Polizei besucht und plötzlich steht auch eine Abschiebung nach Russland im Raum. Bones MC wäscht einem Fan den Kopf. Shirin David steht in der Kritik, aber steht drüber und Manuelsen wird gefragt, für welche Summe er mit Bushido arbeiten würde und antwortet erwartbar. Wir gehen rein. Die wilde Reise von Mois scheint einfach kein Ende zu nehmen und die Polizei taucht immer wieder auf. Vor einigen Tagen erst kam die Polizei, während Mois gerade live war, in sein Hotelzimmer im österreichischen Villach wegen eines anonymen Hinweises darauf, dass Mois gerade eine Frau umgebracht habe. Es war also so klassisches Swatting, weil, Überraschung, Mois hatte jetzt niemanden umgebracht. Am nächsten Tag war Mois dann aus dem Hotel rausgeschmissen worden, ja, und... Das Ding ist, es ist nicht mal eine Überraschung, weil das... Also Mois hat ja selber schon mal zugegeben, dass er seine Frau fast umgebracht hätte. Ja, nee, aber trotzdem. Ne? Ich finde solche Arten von Swattings extrem scheiße, weil damit sind Polizisten im Einsatz für eine Sache, die nicht passiert ist. Und das finde ich sehr, sehr kritisch. Also das zu machen, finde ich sehr, sehr, sehr mies. Auch bei einem Mois oder bei egal wem. So, weil du schadest damit nicht, ja nicht nur diesen Creator, sondern du schadest damit ja auch den Behörden. Und das ist halt mies. Also keine Ahnung. Ich finde diese Form von... jemand etwas vielleicht heimzahlen wegen irgendwelchen Sachen, finde ich absolut daneben. Verließ. Es geht auch diese Leute, die zum Beispiel Lieferdienste anrufen und so weiter. Ey, die armen Leute, die das Essen machen und dann auf den Kosten sitzen bleiben und das Essen wegschmeißen. Also, keine Ahnung, wie man so viele Probleme sinnlos verursachen kann, weil es ist absolut unnötig. Österreich in Richtung Slowakei. In der Slowakei aber kam es dann zu einem weiteren Swatting nach einem Hinweis darauf, dass Mois angeblich einen Terrorakt planen würde. Hier war das ganze Ding dann auch nicht mehr so friedlich und Mois wurde festgenommen und ihm wurden seine Sachen abgenommen. Auch berichtete er später davon, dass die Polizei ihm direkt mehrere Rippen gebrochen habe. Als er dann rauskam, ging er offenbar wieder nach Österreich, wieder nach Villach, da er in dem Glauben war, dass Swatting habe hier ja bereits stattgefunden und deswegen könne er sich ja jetzt einfach quasi schon mal bei der Polizei melden und falls es wieder irgendeinen anonymen Hinweis auf irgendwas gäbe, dann könne man einen weiteren Polizeieinsatz so ja vielleicht verhindern. Dieser Plan aber ging ganz offensichtlich nicht auf. Aber kurz. Hey, aber wie krass ist das eigentlich, dass die auch wissen, wo er wohnt? Ja gut, wenn er die Wohnung zeigt und das halt dann am Ende des Tages so ein Airbnb oder irgendeine Ferienwohnung ist, gut, dann kann man es bestimmt irgendwie rausbekommen, aber es ist schon krank, wie schnell das gefunden wird und wie die Leute dann auch so Lifetime-mäßig direkt durch die Polizei rufen. Wie gesagt, ich bin gar kein Befürworter von sowas, also finde ich absolut kacke, auch bei Mois finde ich es kacke, auch wenn ich mir denke, ey, yo, also, ne, das, was er so gemacht hat und so, man könnte jetzt sagen, selber dran schuld, aber wie gesagt, mir tut es leid eher für die Einsatzkräfte, die sinnlos ausrücken und jemanden am Ende des Tages bei so einer Situation Unrecht tun und ihre Zeit auch vergeuden. Der Arzt hier denkt, ich wäre ein Mutanten-Alien wegen meiner Power. Dabei nehme ich einfach nur Proteine, Booster und Kreatin von Sekt Plus. Übrigens, wenn man mit dem Code Web10 bei Sekt Plus was für 5 Euro bestellt, spart man 50 Cent und hat dafür mehr Geld, was man in the Club ausgeben kann. In der Nacht auf Donnerstag war Mois dann aus Österreich heraus wieder live auf Kick und ging hier seinem offenbar neuen Beruf nach, Casino-Stream. Nach mehreren Stunden Stream dann wird Mois offenbar von hinter der Kamera etwas gesagt, er verschwindet kurz und als... Boah, Casino-Stream. Wirklich, eigentlich, na gut, also mich wundert es jetzt auch nicht. Das Ding ist, einen anderen Partner bekommt Mois wahrscheinlich auch nicht mal mehr. Aber ich glaube, Casino-Streams, das ist wirklich das, was... Ja, aber, ach, keine Ahnung. Ja, das, was noch am meisten Sinn ergibt.
Ja. Als er wiederkommt, sagt er, die Polizei sei da und er habe Alter. denen jetzt seinen Ausweis gegeben. Die Polizei selbst kommt dann aber rund 5 Minuten später doch wieder hereingestürmt und durchsucht die Wohnung. Diesmal wird Mois allerdings nicht direkt auf den Boden geworfen, sondern kann die Sache noch irgendwie recht friedlich erklären und den Beamten dann halt klar machen, was Sache ist. Swatting. Schlussendlich wird Mois dann allerdings durchsucht und doch mitgenommen. Der Stream läuft ab diesem Zeitpunkt noch so circa 20 Minuten weiter, bis die Polizei diesen dann, wie es aussieht, beendet. Gestern wiederum, im Laufe des Tages, schrieb Mois dann in seine Story: Ich bin raus. Weil in Villach schon Polizei war und ich ja deswegen dort war, weil die Bescheid wissen, wurde heute von 4 Leuten angeblicher Mord berichtet aus dem Ort, wo ich bin, ohne meinen Namen. Dann kamen Cobra-Einheit aus Österreich, wieder dasselbe Theater, bin müde von der Scheiße. Polizisten meinten, sie sind das bestimmt selber, wir starten Verfahren gegen die, weil ich wohl vielleicht das auch wegen Hype mache. Dann wurde mir Papier auf... Also seine Theorien sind auf jeden Fall sehr interessant, ja, aber ich glaube, ganz, ganz klar ist er ohnehin nicht. ausgestellt, dass mein Aufenthalt weggenommen wird, weil ich jedes Mal, wenn ich da bin, große Kosten und Probleme verursache, um denen es egal ist, welchen Job ich habe. Eine Polizistin war nett und meinte, dass ich am besten mit allem aufhören und mich verkriechen soll, weil es wohl eine Nummer zu groß ist für mich. Und sie meinte, nach all diesen Akten und so weiter sollte ich aufpassen, dass nicht jemand wirklich jemanden umbringt, das gut verbindet und auf mich schiebt und ich bin eh Zielscheibe mäßig. Im Laufe des gestrigen Tages machte Mois dann auch noch einen TikTok-Livestream aus einem Park heraus, in welchem er, wie es aussieht, davon auszugehen scheint, dass seine Feinde rund um San Diego, Farid und Co. schuld an diesen Swattings sind, weil er nämlich immer wieder von ominösen Arabern spricht, die irgendwie die Polizei rufen. Hier berichtet Mois dann auch davon, was er damit meinte, dass ihm sein Aufenthalt weggenommen worden sei. So ganz genau weiß er es offenbar auch nicht, aber es steht wohl eine Abschiebung im Raum. Und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich weiß selber nicht, wie es weitergehen soll. Die haben mir gesagt, morgen um 10 Uhr ist der Termin für die Abschiebung. Und ich kriege ein Ticket nach Russland und fliege dann weg. Weiter. Also, ich will jetzt nichts weiter sagen, aber meine Vermutung ist jetzt mal ganz klar, dass das auch eine Lüge ist. Ja? Dass es nicht beim Raum steht, sondern dass man das vielleicht sagt, um wieder irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Der hat gesagt, dass, oder beziehungsweise auch so durchblicken lassen, dass sein Spiel ist, mit egal wie schlimm das alles ist und egal was er für eine Kacke macht, dass er halt Aufmerksamkeit bekommt, um dann sein Business groß zu machen. Ja, Barello hat es auch schon gemacht damals mit diesem: Ey, yo, hier, ich werde abgeschoben, eigentlich stimmt's gar nicht. Und hat dann für Traffic gesorgt und ne, dass die Leute Mitleid mit ihm haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Mois vielleicht selber sich so denkt: Ah, okay, yo, für Mitleid sorgen. Man setzt sich jetzt oder man stellt sich jetzt vor die Kamera und sagt: Ja, ich werde abgeschoben oder so. Ich weiß, es muss schon viel passieren, dass das passiert, dass das geschieht. Ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht, aber ja, keine Ahnung. Also für mich ist das absolut unglaubwürdig, dass er wirklich abgeschoben wird. Also das denke ich einfach mal nicht. Weiter erzählt Mois dann, dass ihm gesagt worden sei, dass, wenn sie ihn abschieben würden nach Russland, er dann auch dort an die Front müsse, weil dort Frontpflicht sei. In einem weiteren Livestream gestern Abend berichtete Mois dann noch davon, dass ihm gesagt worden sei, er und sein Beruf, das mache in ganz Europa durch diese Polizeieinsätze Probleme und es sei den Leuten da auch egal, wer schuld sei, deshalb würde man ihm seinen Aufenthalt entziehen und ihn abschieben wollen. Und Mois erzählt auch weiter, dass für heute 10 Uhr die Abschiebung geplant sei. Ob das jetzt wirklich so stattgefunden hat, werden wir wohl in den nächsten Tagen denn erst sehen. Junge, im Leben nicht. Warte ganz kurz. Heute, das Video kam gestern raus. Ich gucke jetzt mal ganz kurz auf Instagram. Da müssten wir ja heute ungefähr schon ein Update haben, so oft wie er live ist. Aber ich glaube mal, dass das alles eine absolute Geschichte aus dem Paulanergarten ist. So, Zeus. Warte, der hat ja mehrere Accounts. Junge, dieser eine Account hat 43.000 Follower. Der hat ja keine Story bis jetzt hochgeladen. Wundert mich. Zeus de Rockstar. Hat der hier Stories? Hier steht: Sorry, Boys. Konnte nicht ans Handy oder egal wohin. Wurde abgeschoben. Bisschen dies, das. Ja, glaube ich nicht. Warte. Was hat er noch gepostet? Ja, jetzt nichts weiter, was ich gut hier erkennen kann. Nein, der wurde safe nicht abgeschoben. Nein, der chillt. Ach Quatsch. Das ist gelabert. Also der ist safe nicht abgeschoben. Würde für mich persönlich auch wenig Sinn ergeben, wenn falsche Swatting-Einsätze zu ihm kommen. Da kann er ja noch nicht mal wirklich großartig was. Also er muss ja nicht mal zwangsläufig was dafür können. Und dafür abgeschoben werden wäre auch einfach Quatsch. Also das ergibt keinen Sinn. Also ich weiß nicht, wie das so die Gesetze an für sich aussehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Grund ist,
wenn Leute die Polizei falsch alarmieren, dass man jemanden abschieben kann. Also es ist niemals eine Begründung dafür, da bin ich mir relativ sicher. Deswegen denke ich, das ist alles, ja, Mäus. Ja, Im Laufe des gestrigen Tages dann schaltete sich auch Farid Bang noch einmal kurz in die ganze Mäus-Thematik ein, nachdem er sich nach dem Release des Diss-Tracks Obdachloser ja eigentlich recht schnell wieder aus dem ganzen Ding rausgezogen hatte. So postete Farid gestern ein TikTok aus seinem Pool heraus mit der Caption: Es ist echt ein tolles Gefühl, in seinem Pool zu schwimmen und dabei diesen Song zu hören. Und hierzu lässt Farid dann einen Ausschnitt eines Livestream-Freestyles von Mäus laufen. Big City Car, sie ist immer live. Doch schwänzt ihr in Arsch und weiß nicht, was ihr macht. Big Kaffer live. Also eigentlich ein Armutszeugnis für dieses schöne Lied, das sowas da gesungen hat. Während ich das hier jetzt gerade aufnehme, ist Mäus übrigens noch live auf Kick und streamt weiter Casino. Wir warten also mal ab, wie es weitergeht. Zeitgleich zu den ganzen Polizeieinsätzen bei Mäus steht übrigens Shirin David aus einem Teil des Internets heraus ordentlich in der Kritik. Denn ein Video von einem von Shirin Davids Auftritte geht gerade ordentlich viral, wo Babsi auf der Bühne zwischen zwei Songs eine Ansage an alle Frauen im Publikum richtet und hierbei unter anderem sagt: Seid arrogant, seid eingebildet, liebt euch selber, denn alles an euch kostet mehr, als er im Monat verdient. Vergesst niemals, ihr seid der Preis. Er sollte stolz sein darauf, mit euch rausgehen zu können. Also man kann natürlich sagen, jo, liebt euch selbst und so, Selbstbewusstsein, das ist ja alles eine schöne Sache, aber zu sagen, seid arrogant, Arroganz ist keine gute Eigenschaft, ja. Also vielleicht zu einem gewissen Maß ist das vielleicht jetzt nicht komplett schlimm, aber so arrogant, also ich finde Arroganz, by the way, finde ich, ist eine der ekelhaftesten Charaktereigenschaften, so dieses Selbstverliebt, dieses extreme Selbstverliebtsein, so dieses, jo, ich bin was Besseres als du, so in der Form, finde ich, geht gar nicht. Egal, ob das bei Mann oder Frau ist, ich finde das eine Charaktereigenschaft, die ich echt zum Kotzen finde. Deswegen bin ich eigentlich auch nur mit Leuten unterwegs oder ich bin auch nur mit Leuten befreundet, die so eine Eigenschaft zum Beispiel nicht haben. Ja, also ich finde auch ganz, ganz, ganz schlimm. Also wenn Leute sich auf sich selbst was einbilden, egal ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Deswegen, ja, die Aussage fühle ich nicht. Kritik an diesen Aussagen gab es daraufhin dann haufenweise. Das wohl reichweitenstärkste Kritikvideo kam von dem TikToker Betrugo in einem Video mit 1 Million Aufrufen und fast 100.000 Likes. Hier wird Shirin David dann vorgeworfen, sie würde die Mädels im Publikum bewusst instrumentalisieren und radikalisieren für Marketing und Geld. Es sei falsch, Leute dazu aufzufordern, menschliche Werte abzulegen und andere Menschen schlecht zu behandeln. Erwachsene Frauen würden so etwas eh nicht für voll nehmen, aber junge Mädels, die zu jung seien, die würden da quasi das nicht realisieren, was da vor sich gehe und das dann für voll nehmen. Und das war dann auch unterm Strich der Kern der sonstigen Kritik. Shirin selbst allerdings schien davon nicht sonderlich viel zu halten und postete später dann ein Bild mit der Caption: Guten Morgen an alle Ladies und nicht vergessen, immer schön arrogant bleiben. Ein weiterer immer wieder gern gebrachter Kritikpunkt. Ey, das ist übrigens jetzt wirklich, ich finde, Arroganz ist keine gute Eigenschaft, ja. Also jetzt hier großartig zu zeigen, damit zu werben, dass man arrogant sein soll, ist ja gut. Aber Shirin David ist sowieso. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich finde viele ihrer Takes sehr, sehr komisch. Ich finde es auch okay, wenn sie sagt, jo, Feminismus, ne, ist wichtig, ist ja auch wichtig, Gleichberechtigung für Mann und Frau, finde ich auch voll okay, dass man auch dafür einsteht. Aber sie macht so viele widersprüchliche Dinge, auch was Klimaschutz angeht. Dann holt sie sich doch wieder ein Auto, was definitiv nicht fürs Klima ist. Ne, aber Hauptsache mal Werbung machen, Werbung machen. Ne? Und dann macht sie noch schön für McDonald's Werbung. Ja, nee, also vieles beißt sich von dem, was sie eigentlich sagt und von dem, was sie dann tut. So. Und hier, ja, keine Ahnung, das ist halt einfach nur unangenehm. Im deutschen Rap ist Banane, ja: sorry. Früher war alles besser, heute ist alles schlechter. Ungefähr so etwas wurde auch Bones MC vor kurzem wieder vorgeworfen, nachdem er seinen neuen Track mit Juju veröffentlichte und auf einen Fan, der dies in die Kommentare schrieb und den alten Bones zurück wollte, antwortete Bones dann auch direkt. So schrieb er: Erzähl mir mal, wer der alte Bones ist. Ich erkläre dir dein Problem. Höchstwahrscheinlich war dein Leben früher unbeschwerter und du verbindest die alten Songs mit früher, als dir dein Leben noch mehr Spaß gemacht hat. Aber ich kann nichts für deinen Lebenslauf. Hör dir mal mein Leben aus 2012 an und erzähl mir dann noch mal was vom alten Bones. Nicht nur, dass ich gerade älter bin denn je, ich mache auch seit Anfang an solche Musik. Und zuletzt haben wir etwas, was sogar ungefähr eigentlich in dieses früher besser, heute schlechter Thema passt. CCN, das Nostalgie-Projekt, was vielleicht jetzt ansteht zwischen Flair und Babassat.
Vor kurzem hatte Manu Elsen dann einfach mal während eines Livestreams direkt an Flair rausgehauen, dass er auch Bock hätte, ein CCN mit Flair zu machen, einfach nur um zu zeigen, dass es quasi besser wäre als ein Bushido Animus CCN. Das wird jetzt, sage ich mal, höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber Manu Elsen wurde in einer Instagram-Fragerunde dann gefragt, was er machen würde, wenn nun wiederum Bushido ihn fragen würde, ob man gemeinsam ein CCN machen wolle. Und Manu Elsen zeigt sich hiervon, ich sag mal, maximal abgeneigt. So sagt er als Gedankenspiel, was wäre, wenn Bushido kommen würde und sagen würde, er habe sich mit Animus zerstritten und wolle jetzt CCN mit Manu Elsen machen und würde Manu Elsen dafür 10 Millionen Euro geben, das hier. 10 Millionen, okay? Und leg die auf den Tisch und sag dir, das sind deine. Mach nur dieses Album mit mir. Bei Allah, bei Allah, bei Allah. Für kein Geld der Welt, nicht mal für 100 Millionen. Bei Allah, würde ich ins Studio gehen und einen Song mit ihnen aufnehmen. Bei Allah nicht. Soll ein reicher Saudi kommen, ein Freund von ihm, der sagt, komm, um mich zu testen und sagen, komm hier, du kriegst 100 Millionen Euro, wenn du einen Song mit ihm machst. Bei Allah, ich werde ihm ins Gesicht sagen, niemals, nur über meine Leiche. Also, ich würde mal sagen, unterm Strich, Manu Elsen hat jetzt nicht so Lust. Haben wir das also schon mal geklärt? Ich wünsche euch erstmal. Junge, ey, Manu, es ist ganz wichtig, immer so einen Manu Elsen-Clip irgendwo noch einzublenden, ja. Das finde ich ist wichtig und richtig. Macht das Video auch nochmal ein ganzes Stück stärker. War ein gutes Video. Dankeschön fürs auf neuesten Stand halten. Krass, was bei Mois gerade passiert, ja. Das mit der Slowakei habe ich. Ich habe nur mitbekommen, dass sie geswattet wurde, aber das war dieses andere. Das war nicht in der Slowakei. Dass sie da auch jetzt geswattet wurde, ist crazy, weil da offensichtlich die Polizei nicht ganz so freundlich ist. Und ja, das mit der Abstimmung, ich denke nicht, dass sie abgeschoben wird. Also schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, aber ich sehe keinen Grund dafür. Also ich denke, bei einer Abstimmung muss es schon sehr triftige Gründe geben. Und wenn der Grund ist, dass Leute dich swatten und du ja eigentlich, du hast ja keinen Fehlalarm ausgelöst, sondern die Leute machen das, dann sind ja die Leute eigentlich das Problem in dem Moment. Also da kannst du ja nicht sagen, ey, yo, hier übrigens, ich habe den geswattet, der muss abgeschoben werden, das ergibt keinen Sinn. Ja, vor allen Dingen, wenn er dann in Russland ist, dann wird er halt in Russland geswattet. Also im Prinzip sind die Probleme dann jeweils in den Ländern. Also es ist, wie gesagt, das macht keinen Sinn. Deswegen denke ich auch nicht, dass der da abgeschoben wird. Und ja, keine Ahnung. Der macht halt alles für Traffic, alles für Cloud. Und den juckt das wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht. Wobei ich denke schon, dass es anstrengend ist, wenn immer die Polizei vorbeikommt. Weil du musst denen das jedes Mal erklären, dass das Ganze ein Fehlalarm ist und was weiß ich. Ne. Aber ja, nee, mein Mitleid hält sich zwar trotzdem in Grenzen, weil Mois halt einfach Mois ist. Ne, mit seiner Story, die er so erzählt hat und das, was er alles zugegeben hat. Beim besten Willen kann ich null unterstützen, finde ich ganz, ganz schrecklich. Deswegen habe ich da kein Mitleid, aber es ist trotzdem Kacke für jede Behörde, die sich dann darum kümmern muss, wegen dem scheiß Fehlalarm. Deswegen macht das nicht. Als Algorithmus-Kommentar schreibt bitte, schreibt rein, toll, schreibt einfach toll in die Kommentare, weil das Video von Mr. Rap toll war. Der Link ist in der Beschreibung, dort kommt ihr zum Video von Mr. Rap. Checkt das unbedingt ab, lasst dort auch gerne ein Abo da, ist immer wichtig und richtig, habe ich auch gemacht. Lasst auch hier gerne ein Abo da, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann wieder aus der Zentrale und haut rein. Stänkchen und Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.